Wenn Sie so über die Technologieveränderungen sprechen und ich sehe, wie da vorne getrennt wird, dann haben wir schon noch ein paar andere Probleme als nur Technik. Das sind ja ganz einfache Dinge, die man seit 500 Jahren weiß, wie das eigentlich funktioniert, seitdem es Computer gibt, oder? Und ich, bei mir hat es also keine Bindestriche, oder? Gut. Ich darf Ihnen in 15 Minuten, habe ich das aufgeschrieben, so einen Tour d'horizon geben über den Bankenplatz Schweiz. Ich möchte das wie folgt machen. Ich möchte zuerst einen Überblick nach Tätigkeiten geben, eigentlich durch die Bankgeschäfte durch, ganz kurz, und einen kurzen Überblick nach Banken. Ich habe diese vier Bankengruppen ausgewählt und zu diesen vier sage ich etwas, man könnte zu viel mehr auch noch sagen natürlich. Zuerst zum Zahlungsverkehr. Im Zahlungsverkehr gibt es die dezentralen Funktionen der Einzelinstitute, Sammeln von diesen Einzelzahlungen, Giroübertragungen, das sind Hunderte von Millionen pro Monat, das sind unglaublich viele Zahlungen, Weiterleiten, Verarbeiten im SIG. Dann, was interessant ist, diese Konzentrationstendenz in Richtung Postfinance, das ist Postfinanz, ist interessant. Auch die ganz großen Players machen das, also ZKB, UBS teilweise auch. CS weiß ich es nicht, andere machen es ohnehin schon sehr lange. Dann gibt es diese Swiss Value Chain, das Zusammenknüpfen von Börse, Titellieferung und Zahlung. Das ist ein ganz intelligent gestaltetes System, wo unwiderrufliche Lieferungen geleistet werden, gegen Zahlen, so Lieferung gegen Zahlen gemacht wird. Online, real-time, sehr leistungsfähig, international wettbewerbsfähig. Was da droht, das SIG kommt ans Ende des Lebenszyklus und ist eine ganz, ganz große Software. Da sind alle Banken verknüpft damit. Da gibt es Hunderte oder Tausende von Schnittstellen und da steht zur Erneuerung an. Da gibt es sicher ein beträchtliches Risiko. Und das muss in den nächsten Jahren, weiß nicht genau, ich bin nicht informiert, aber ich schätze, in den nächsten 5 Jahren wird da irgendetwas Neues kommen. Das ist spannend, wie das sich der Finanzplatz dann zurechtlegt. Nur etwas zu den Dimensionen des SIG. Es gibt ohne Giroüberträge gibt es 36 Millionen Zahlungen pro Monat. Pro Tag zwischen 130 und 200 Milliarden Mal, 200 Milliarden Franken, etwa 40, 50, 60 Mal Tagesproduktion der Schweiz. Oder etwa so in diesen Dimensionen. Das Volumen im Monat sind 2734 Milliarden. Das sind also große Zahlen, die da über dieses SIG abgewickelt werden. Hochleistungsfähiges, wie gesagt, sehr effizientes System, das auch Konkursprobleme von involvierten, möglicherweise involvierten Banken sauber handhaben könnte. Ganz etwas, das war die Schweiz führend in diesem Bereich. Eingeführt etwa, glaube ich, 87 oder so etwas. Ich komme zum Punkt 2, Bilanzgeschäfte. Da mache ich jetzt ein bisschen mehr, als ich sonst gemacht hätte, einfach weil das Thema so ist. Im Hypothekarmarkt stellen wir fest, das Wachstum ist deutlich größer als das Wachstum der Bevölkerung. Die Preissteigerungen im Hypothekarmarkt sind primär wegen realer Faktoren, nicht so sehr wegen Inflationserwartungen. Und doch ist das Wachstum, wie gesagt, größer als die Bevölkerung. Der Zins ist nicht so tief, wie man immer sagt, wenn man das real anschaut. Der Zins ist irgendwo vielleicht 0,75% unter dem langfristigen Realzins. Der langfristige Realzins seit den letzten 70, 80 Jahren ist etwa 2,2% gewesen. Jetzt kommt etwas Interessantes. Wenn Sie die Kredite an Firmen ansehen, das sind die Zahlen, die verfügbar sind, leider gibt es nicht mehr Zahlen im Moment. Das Kreditwachstum seit 2009 bei den Kleinstfirmen, diesen Mikrofirmen, ist 9%, also 2% pro Jahr etwa. Bei den großen Firmen, also jenen über 250 Leute, 45%, also etwa 10% pro Jahr. Das ganze Wachstum der Schweiz kommt also nicht aus dem KMU-Bereich, wo 90% der Leute angestellt sind, sondern von den großen Firmen. Es ist wichtig, dass man das sieht. Jetzt das Zweite, Kredite ohne Sicherheiten. Die haben bei den Kleinstfirmen um 43% abgenommen in dieser Zeit. Und bei den großen Firmen um 11% zugenommen. Und was ist passiert? Wo ist da die Differenz? Das muss irgendwie aufgehen. Die Differenz kommt aus diesen hypothekarischen Sicherheiten. Die kleinen Firmen haben vermehrt Blankokredite abgelöst durch hypothekarisch gesicherte Kredite. Und das ist eine ganz heikle Angelegenheit für die Schweiz, oder? Wenn es da mal, und das wird irgendwann mal kommen, wird dieser Markt drehen.
Und dann kommen die Kredite an die Grenze des Bodens oder was auch immer, dann werden die gekündigt und dann gibt es ein ganz böses Erwachen. Also das sind ganz schlechte Zahlen für die Schweiz, das hier. Das ist also, finde ich, problematisch. Was nicht einfach ist, diese Zinsänderungsrisiken der Banken. Sie wissen, was eine Bank ist, die finanziert kurz, nimmt Geld kurz auf und finanziert lange. Die hat aufgrund dieser Differenzen in der aktiven und passiven hat sie ein Zinsänderungsrisiko. Sie nimmt heute Geld auf, vielleicht für 0,5%, leiht es auf am Hypothekarmarkt, vielleicht für 1,5%. Aber vielleicht ist in 5 Jahren der Zins dann halt deutlich höher. Und da muss sie 3% zahlen und bekommt 1,5% dafür. Und diese Kosten muss sie ja irgendwie abdecken. Und diese Kosten, die werden von den kleinen Banken an die großen weitergereicht. Und wenn Sie so im Feld draußen fragen, was machst du mit deinen Zinsrisiken, sagen alle, ja, ich habe das abgesichert. Wo? Fast alles an bei der UBS. Fast an bei der CS, meistens auch bei der UBS. Oder? Das sieht man bei der UBS natürlich nicht so in der Bilanz, dass diese Risiken da sind, oder das sind beträchtliche Risiken. Und das Interessante ist, die Situation in der westlichen Welt ist überall sehr ähnlich. Also nicht so, dass man dann sagt, ja gut, wenn dann bei uns die Zinsen steigen, wenn sie an einem anderen Ort fallen und das wird sich irgendwie egalisieren. So wird es nicht sein, oder? Wir sind irgendwie so in einer Ecke drin, wo wenn das mal anfängt, wird es unangenehm. Für die Kleinen wird es unangenehm, es wird für die UBS-Artigen unangenehm und das wird sich dann irgendwie durch das System dadurch sich manövrieren, dieser Effekt. Das wird, ich sage nicht, das sei so etwas wie die Finanzkrise 2008, 2007, 2008, aber das ist auch etwas, was Konsequenzen haben wird. Ich komme zum Anlagegeschäft. Beim Anlagegeschäft, da sind die neuesten Zahlen leider auch sehr alt, 2012, wurden etwa 5.500 Milliarden ausgewiesen. Etwa 50% kommen von Inlandkunden, etwa 50% von Auslandkunden. Etwa die Hälfte von Privatkunden, etwa die Hälfte von institutionellen Kunden. Der Anteil der Privatkunden ist abnehmend, der Anteil der institutionellen Kunden ist zunehmend und der Anteil der europäischen Kunden ist abnehmend. Nehmen wir das logisch, klar, alles logisch. Ich erzähle nur logische Dinge, wissen Sie. Ich versuche es wenigstens, sagen wir mal so. Und die Konsequenz von dem, was da steht, Produktion und Volumen in der Schweiz sind abnehmend, oder? Weil das Wachstum ist nicht bei uns, das Wachstum ist nicht in der Schweiz. Den Banken geht es zwar vielleicht nicht so schlecht, aber nicht, weil wir hier eine fundamentale Expansion hätten. Dann gibt es hohe Anpassungskosten an Veränderungen der Umwelt, regulatorische Kosten, ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Es gibt Volumenreduktionen aus steuerlichen Gründen, es gibt Preisdruck und insgesamt läuft alles in Richtung Gewinnreduktion. Und zwar also noch beträchtlich. Das ist nicht so ein bisschen, sondern das sind fundamentale Veränderungen, finden im Moment statt in diesem Geschäft. Jetzt könnte man ganz viel erzählen, da weiß ich ganz viel, da könnten wir nachher in der Diskussion noch viel, viel darüber ausführen. Ich lasse es jetzt mal so. Es haben mir nur 15 Minuten gegeben, Herr Koje. Da muss ich mich ein bisschen beeilen. Zum Investmentbanking, die goldenen Zeiten vor der Finanzkrise sind vorbei, oder? Das wissen wir. Es gibt aber goldene Zeiten der Refinanzierung seit etwa 2009, die sind im Gange. Die großen Banken, die gehen zur Zentralbank, holen Kredite zu 0% und legen dieses Geld, das sie dort bekommen, zu 3-4% im Moment im Süden Europas an. Und refinanzieren sich so, oder können ihre Bilanzen wieder verstärken, machen relativ viel Gewinn deswegen, können hohe Boni ausschütten. Das ist natürlich alles Steuergeld, das da ausgeschüttet wird. Das hat nichts zu tun mit Wertschöpfung. Das ist alles Staatsding, das ist nichts mit dem zu tun, wirklich nicht. Und interessant, es gibt faktische Garantien durch die Zentralbanken. Die Banken wird man nicht untergehen lassen, die großen. Dieses Too-Big-to-Fail-Problem, die sind praktisch garantiert durch die Zentralbanken. Die SNB macht darüber hinaus noch etwas Interessantes. Sie garantiert im Moment den Schweizer Franken-Euro-Wechselkurs. Sie haben im Ausland höhere Zinsen als im Inland. Das heißt, sie veranlasst die großen Spieler, ihre Gelder im Ausland anzulegen und nicht im Inland. Und gibt denen, haben sie höhere Zinsen im Ausland und eine Rückwechslungsgarantie im Moment noch. Und die Zentralbank sagt immer noch, die SNB sagt immer noch, wie lange das etwa noch gehen wird. Das ist also eine relativ
sichere Anlage für große Banken, wie sie Geld verdienen können. Da muss man einfach sehen, das ist so. Langfristig, glaube ich, gibt es eine Normalisierung genau dann, wenn das Too-Big-to-Fail-Problem gelöst wird. Und sonst wird dieses Spiel da, dass Steuergeld über die Investmentbanken verteilt wird, wird weitergehen. Das ist natürlich ein echtes Problem unseres Systems. Das hat nichts mit Marktwirtschaft zu tun, ist reines politisches, weiß nicht, politische Kooperation mit den großen Banken. Und das müsste man dringend ändern. Können ja dann in der Diskussion auch noch, kann ich Ihnen noch ein paar Gedanken mitgeben. Ich komme zur Schweizerischen Nationalbank, sie ist auch ein Teil des Bankensystems. Das ist die Notenbankmenge, Geldmenge. Sie wissen, hat man gesagt, wie schlimm die Finanzkrise ist. 8, 9, oder? Aber Sie sehen, die großen Expansionen sind in letzter Zeit passiert, nicht in der Finanzkrise. Und es ist eine große Frage, was da wirklich abgeht. Das muss man schon hinterfragen. Das. Und dann sagt man immer, ja, das ist alles nicht so schlimm. Das Geld ist ja alles bei der Zentralbank. Das ist ja gar nicht im Publikum. Und darum gibt es keine Inflation geben und so. Und dann sagt man, ja gut, dann muss man diese sogenannten Geldmengen M1, M2, M3 ansehen. Und jetzt stellt man fest, die wachsen ganz beträchtlich. Also da baut sich natürlich auch ein Potenzial an Inflation auf, das eines Tages dann kommen wird. Das sind sehr hohe Steigerungsraten. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet oder nicht abgeschrieben, aber das sind beträchtliche Steigerungsraten, die da passieren. Jetzt, in einer Volkswirtschaft gibt es drei wichtige Preise. Und diese drei Preise, die steuern die Allokation der Ressourcen. Wo investiert wird, ob Inland, Ausland, ob man Risiken nimmt, nicht Risiken nimmt, ob man ein Haus baut oder nicht, das ist der Zins, der Wechselkurs und das Lohnniveau. Das sind die drei wichtigen Preise in einer Wirtschaft. Dann gibt es natürlich viele andere Preise. Brotpreis ist auch ein wichtiger Preis, aber das sind die drei ganz wichtigen Preise. Und interessant ist, der Zins wird von der Zentralbank seit vielen Jahren praktisch bei Null gehalten. Es ist gar kein Preis mehr, der die Allokation steuern könnte. Der Wechselkurs ist seit, weiß nicht, 2 Jahren oder länger fixiert, kann die Allokation auch nicht steuern. Und jetzt sprechen wir sogar noch über den Minimallohn. Also das wäre völlig absurd, wenn man den annehmen würde, oder? Dann ist noch einer der letzten Preise, die auch noch wirken könnten, den würde man auch noch im Prinzip die Mechanismusmöglichkeiten entziehen. Das darf man nicht machen. Jetzt, ja, das steht jetzt, oder? Jetzt, die Schweiz läuft aus diesem Grund, wegen dieses Verhaltens der Zentralbank, Gefahr, auf einen instabilen Pfad zu geraten, dem nur noch unter ganz hohen Anpassungskosten und großen Risiken entronnen werden kann. Und man kann nicht ausschließen, dass dieser Prozess bereits eingesetzt hat. Investitionsgüter, beispielsweise Immobilien, die sagen immer wieder, es gäbe eine Immobilienblase, oder es gibt Überhitzungen. Das wäre ein Zeichen, dass wir in diesem Prozess sind. Und man muss befürchten, dass auch die Anpassung der Produktionsstrukturen bei den exportorientierten Firmen nicht passiert. Und das ist natürlich schlimm, weil eines Tages können Sie warten. Ich sage immer, man kann den Rhein hinter Chur stauen. Problemlos, oder? Ganz lange kann man stauen und stauen, Staumauer immer höher bauen. Aber eines Tages kommt dieser Rhein, überschwemmt alles, oder? Und das passiert hier auch, oder? Zentralbank staut und staut und staut. Und eines Tages kommt das mit einer Riesenwucht. Oder? Und die Zentralbank hätte schon längst anfangen müssen, den Wechselkurs wieder zu senken und das alles freizugeben, damit die Firmen sich anfangen anzupassen. Weil sie werden sich todsicher angepasst haben in 10 Jahren. Die Frage, wie macht man das? Macht man das mit einem Ruck, oder? Oder macht man das graduell über die Zeit hinweg? Und was jetzt, die Politik, die man fährt, die hat sehr, sehr viele Risiken für die Schweiz. Gut, jetzt, größte Gefahr, größte Risiko kommt von der Gesetzgebung. Das war alles ziemlich dramatisch, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Das ist nichts gegen das, was da in Bern passiert. Und, nein, es ist wirklich wahr. Und wenn Sie Politiker kennen, helfen Sie diese Politiker bremsen. Es sind nur 250 Leute. Die könnte man eigentlich zügeln, oder? Sollte man meinen. Und das ist wirklich wichtig. Ich gebe Ihnen eine Auswahl von Gesetzesänderungen, die jetzt im Moment gerade am Laufen sind. Und diese Gesetzesänderungen, die führen alle zu Immobilismus, Kosten, schlechte Beratung. Das ist ein Desaster, das sage ich Ihnen. Ich finde das totales Desaster, was da in Bern abläuft.
Und alles mit dem Vorwand, man müsse sich an die EU anpassen, man müsse den Bürger schützen, der Bürger sei so arm und die Banken so böse, ist alles dummes Geschwätz, finde ich. Und da muss man, ich finde das wirklich etwas ernsthaft, was da passiert. Ich möchte gar nicht durch das alles durchgehen. Jedes Thema ist im Prinzip ein Vortrag von 5 Stunden für sich selber, jedes, oder? Die Gefahren sind dort am größten, wo die Staatsorganisation insgesamt auf den Kopf gestellt wird. Zum Beispiel nur ein kleines Beispiel ist das Bankgeheimnis im Inland. Bis jetzt ist die Staatsorganisation so, der Bürger deklariert sein Einkommen und sein Vermögen gegenüber dem Staat. Er kann versuchen, den Staat zu betrügen. Das ist sein gutes Recht, das zu machen. Wenn ihn der Staat erwischt, dann gibt es Strafen. Zwar die Strafen sind so hoch, dass sie etwa ihr Vermögen verlieren dabei. Oder wenn sie Einkommen nicht versteuern, wird ihnen das, wenn sie 100.000 nicht versteuern, hätten sie 30.000 bezahlen müssen. Wenn sie erwischt werden, müssen sie etwa 100.000 bezahlen. Aber sie dürfen natürlich, wenn sie wollen. Und das Umgekehrte ist, wenn sie sagen, der Staat holt alle Informationen bei mir. Ich muss nichts mehr machen. Sie müssen zwar diese lästige Steuererklärung nicht ausfüllen, aber der Staat wird alles dran setzen, den hintersten Winkel ihres Lebens zu durchleuchten. Und das sind Zustände, die wir da in den 20er, 30er Jahren in Deutschland hatten. Dem muss begegnet werden. Das ist ganz schlimm, finde ich. Deutschland macht das so. Aber Deutschland hat eine Steuerhinterziehung, die 2 bis 3 Mal höher ist als in der Schweiz. Obwohl sie gar nicht hinterziehen können. Es gibt Quellensteuern. Dort, wo der Lohn ausgezahlt wird, nimmt der Staat gleich das Geld weg, damit man nicht betrügen kann. Und trotzdem ist es 2 oder 3 Mal höher als in der Schweiz. Obwohl wir deklarieren. Das darf man nicht vergessen. Und die bestrafen Steuerhinterziehung so, wie wir Totschlag bestrafen. 5 Jahre, 7 Jahre. Bei uns gibt es kein Gefängnis, wir verlieren nur ihr Geld. Aber das nützt offensichtlich. Und ich finde, das sind ganz wichtige Dinge dort, wo der Staat sozusagen auf den Kopf gestellt wird und wo der gläserne Bürger dem Staat Missbrauchsmöglichkeiten offeriert. Das finde ich wirklich schlecht. Nachhaltig sind die Gefahren dort, wo der Staat über die Regulation Industriepolitik betreibt. Das heißt, große Banken gegenüber kleinen Banken relativ bevorteilt. Und das ist so. Jede neue Regulation verursacht Kosten. Und ein Teil dieser Kosten ist fix, ein Teil dieser Kosten ist variabel. Und der fixe Teil ist für alle Banken, ob groß oder klein, gleich. Das heißt, im Prozent des Umsatzes sind diese Regulationskosten für die kleinen Banken unerträglich. Die Große ist es lästig, aber man kann damit leben. Das heißt, indirekt macht der Staat Industriepolitik über diese Regulation. Und darum sind die großen Banken auch im Allgemeinen für die Regulation, die da kommt. Die Kleinen wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, die Großen sagen, ist doch alles nicht so schlimm und wir brauchen das, damit wir im Ausland auch und dies und jenes. Aber das ist auch schlecht, finde ich. Gut, jetzt komme ich noch zum zweiten Blickrichtung, einen kurzen Überblick nach Banken. Kantonalbanken sind meistens nicht immer staatlich garantiert. Sie haben wegen dieser kantonalen Organisation ungenügend diversifizierte Bilanzen. Die machen alles, legen alles im Kanton an. Oder wenn der Kanton mal ein bisschen aus irgendeinem komischen Grund ins Rudern kommt, dann trifft es eine solche Bank viel mehr als eine Bank wie die UBS oder die CS, die in der ganzen Schweiz tätig sind. Sie sind oft too big to fail für den eigenen Kanton. Wenn die ZKB untergehen würde, dann möchte ich nicht, gut, ich wohne jetzt im Kanton Zürich, aber ich würde lieber nicht da wohnen, oder? Da werden sie also Steuern 5 Jahre lang plus 100% Steuern bezahlen. Das ist eine Zahl. Das sind große Zahlen. Großbanken, die sind indirekt staatlich garantiert. Oder UBS, die hat 50 Milliarden, ich weiß nicht genau, oder 40 Milliarden, irgendeine Zahl, Franken bekommen. Hätte man das Geld mit halb so viel Risiko am Aktienmarkt angelegt, hätte man in dieser Zeit, wo die UBS das Geld hatte, etwa 50 Milliarden Franken verdienen können. Man hat etwa 2 oder 3 Milliarden verdient. Also wurde ein Transfer gemacht von etwa 45 Milliarden Franken Steuergeld zur UBS. Das ist passiert. Das darf man nicht vergessen. Die Banken, diese großen Banken, die too big to fail sind, die nicht untergehen dürfen, weil sie eben die Wirtschaft dramatisch schädigen würden,
die werden mit Steuergeldern unterstützt. Auch jetzt, heute auch. Die müssen eigentlich Versicherungsprämien zahlen, zwischen 5 und 10 Milliarden Franken pro Jahr pro Bank. Und das können sie nicht bezahlen. Das heißt, marktwirtschaftlich gesehen haben die Banken gar keine Daseinsberechtigung. Und da müssen wir uns etwas überlegen, was man da macht, oder? Ich muss Sie ein bisschen herausfordern, von natürlich, oder? Gut, ich mich auch. Gut. Dann, was auch interessant ist, die Eigentümer, die Mehrheit der Eigentümer, die Mehrheit der Löhne, die Mehrheit der Geschäfte findet im Ausland statt. Und die Garantie erfolgt durch den Schweizer Steuerzahler. Das ist ein schlechtes Geschäftsmodell, oder? Schlechtes Geschäftsmodell. Postfinanz, staatlich garantiert. Regionalbanken sind nicht staatlich garantiert, aber ich nenne das so gemeindenahe Strukturen. Das sind nicht Unternehmen, die am Markt sind, wirklich, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Jetzt, ich ziehe jetzt eine Konsequenz daraus. Der Bankenplatz Schweiz hat nicht die Flexibilität, die einem Kleinstaat angemessen wäre, damit dieser ohne übermäßigen Schaden an seiner Souveränität und an seiner Wirtschaft auf die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen der Umwelt reagieren zu können. Und Politik, Verwaltung und Administration führen zu einer weiteren Zementierung dieser unfallträchtigen Situation. Notwendig wäre mehr Markt, nicht noch mehr Staat. Gut.